Sagt Ihnen der Begriff Buden was? Ja, das gab es in meiner Jugend schon. Genau. Haben Sie Erfahrung mit Buden? Ja, als Kind. Das ist eine Einrichtung für kleine Kinder, die sich von ihren sie erziehen wollenden Eltern zurückziehen, nochmal zurück in eine Art Mutterhöhle, wo sie dann wohlbehalten untereinander ihren jugendlichen Schabernack treiben. Herzlich willkommen zu unserem Film Bude im Ländle. Wir wollen euch zeigen, wie eine Bude zustande kommt, was man unter einer Bude überhaupt versteht. Und wir haben die Leute auf der Straße gefragt, was sie von Buden halten. Um einen schönen Einblick zu bekommen, gehen wir jetzt zur Jumpi-Bude nach Obersolmütting. Die Räumlichkeiten einer Bude haben wir jetzt gesehen. Doch was heißt es, in die Bude zu gehen? Was heißt es, ein Bude-Mitglied zu sein? Ist es nur heillose Sauferei oder steckt doch mehr dahinter? Wir haben Passanten auf dem Wochenmarkt in Biberach gefragt. Was denken Sie über Buden? Also ich finde Bude okay, solange ich es nicht aushabe. Ist cool. An sich finde ich es eine gute Einrichtung für die Jugendliche. Ich habe eine Tochter, die selber in Bude geht, ich denke schlecht über Bude. Ich finde ihn ganz gut. Finde ich eine gute Einrichtung. Da können sich die Jungen ein bisschen ausleben. Es wird sehr, sehr viel mehr sein, eben halt, dass die Jugendlichen sich wenigstens da aufhalten können, dass sie kein Blödsinn machen tun. Gell? Ich finde es gut, ja, damit sich die Jugendlichen da treffen können. Sehr schön. Wettbewerbsverzerrung für Gaststätten, die sterben alle aus. Und Bude macht ein gutes Geschäft. Bude ist halt einfach arschgeil. Was sind für Sie Buden? Buden sind eine Besonderheit des Landkreises Biberach mit einer jahrelangen Tradition verbunden. Unserer Kenntnis nach existieren derzeit etwa 200 Buden im Landkreis. Diese ausgeprägte Budenkultur wird im Landkreis geduldet, weil gut organisierte Buden ein positiver Bestandteil des Angebots für Jugendliche im ländlichen Raum sind. Dies sieht auch die Polizei so. Ja, hallo zusammen. Heute sind wir hier in Neufra in der Bude Heisle und wollen wir mal schauen, wie es hier abgeht. Wie kam es zu eurer Bude? Also da ist jemand gekommen vom Ort, hat gesagt, er hätte noch so ein Gartenheisle bei sich im Schuppen standen. Ist zu uns gekommen, hat gefragt, ob wir das möchten. Wir haben gesagt, klar, das würden wir nehmen. Dem haben wir dann einen Kasten Bier gegeben und seit 2005 steht das Heisle jetzt da. Was bedeutet für euch die Bude? Was wäre, wenn es sie gar nicht gäbe? Also die Bude ist für uns ein Treffpunkt. Ohne die Bude würden wir wahrscheinlich uns nie so oft sehen. Und ja, also bin ich schon sehr froh, dass wir die Bude haben. Wie engagiert ihr euch in der Gemeinde? Habt ihr gemeinsame Projekte oder wie engagiert ihr euch? Also seit 2 Jahren machen wir das jetzt mit dem Rosenmontag. Dass wir zwischen der Halle und zwischen unseren Auftritten von der Guckermusik dann hier unten sind. Kommt jung und alt, also wirklich letztes Jahr waren, oder dieses Jahr waren Leute da von 16 bis 60, sage ich mal. Dann haben wir noch der erste Weihnachtsmarkt, hat das Heisle zuerst bewirtet. Von der Guckermusik aus ist das. Und das erste Mal haben wir das bewirtet. Ja, für uns ist Bude Gemeinschaft. Für uns ist Bude zusammen Spaß haben. Zusammen mal woanders gegangen, zusammen weggegangen und einfach für sich von der Erwachsenenwelt abgeschnitten sei zum Teil und einfach unser eigenes Ding dadurch zum Ziel. Das ist echt super. Wie steht ihr zu dem Thema Vorurteile gegen Buden, gerade was Lautstärke angeht, Alkoholkonsum und so weiter? Klar, dass in einer Bude was getrunken wird und nicht bloß antialkoholisch ist, denke ich auch logisch, aber das Vorurteil, dass nur gesoffen wird und Randale und nur laute Musik,
und dass jedes Wochenende Polizei kommen muss, können wir jetzt nicht bestätigen. Also bei uns waren noch nie Polizeihunde seit den 7 Jahren. Und ja, es gibt sicherlich Buden, wo das so ist, aber was unsere Bude jetzt ärgert oder das Häusle ärgert, war das noch nie der Fall. Von dem her gibt es das sicherlich, aber man kann nicht alle über den Kamm scheren. Betrunken hin oder her, eine Bude ist einerseits da, Kumpels treffen alles, andererseits Besoffene, das ist ja so ein Zwiespalt. Viele kommen zu uns und sind dann schon betrunken. Okay. Und dann, wir sagen, wenn bei uns jemand wirklich besoffen ist, kriegt halt nichts mehr. Der wird dann bei uns so Spezi, antialkoholisch ist und das war's. Nur haben wir halt ein Problem damit, wenn die schon ertrunken kommen, dann können wir nicht beurteilen, was sie schon getrunken haben. Und das ist halt das Problem. Der Rest sage ich dazu, wenn sich jemand betrinken will, kann er das überall machen. Da sind Bude, sind zwar, dafür kann man eine Bude machen, aber es kann er eben so gut daheim. Also es gibt Ausweiskontrolle, es wird keine Spirituosen Personen unter 18 Jahre ausgeschenkt. Denken Sie, dass Buden Gefahren mit sich bringen können? Ja, Gefahrenpotenzial ist auch da, wenn da bestimmte Grenze überschritten wird. Nö. Wenn alles im Rahmen bleibt, völlig okay. Ja, natürlich, der Alkohol bringt schon Gefahren mit sich. Nein, wenn Jugendliche saufen wollen, dann hat es egal wo. Ja, das kann sicherlich Gefahren auch mit sich bringen. Es kommt immer darauf an, wie es geführt wird, aber selbstverständlich. Alkoholmissbrauch ist sicherlich ein Thema, denke ich mir. Nein, eigentlich nicht. Ich finde Buden gut für die Jugendliche. Dass man sich hemmungslos in der Bude besäuft und nach dem Hauseweg nicht mehr ganz zu Hause ankommt. Wir hoffen, wir konnten euch den Begriff Buden näher bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.medistadt.de. Wir danken allen Mitwirkenden herzlich, vor allem den Landratsamt Biberach und allen Buden, die uns tatkräftig unterstützt haben. Danke.